Hallo Spieler, kommt rüber. Willkommen bei Onkel Zocker, wo wir uns heute aus dem Battlebus werfen und uns vor die Panzer legen, um die Invasion aufzuhalten und die Insel zu retten. Denn es geht heute um Fortnite und vor allem geht es darum, dass Fortnite in der aktuellen Season, ihr habt das sicher alle mitbekommen, sich ein bisschen zu weit in die aktuelle Zeitgeschichte, Politik und die große Problematik, mit der wir gerade alle ringen, hinein manövriert hat. Die neue Season hat am 19. März dieses Jahres ist die gestartet und am 24. Februar, wie wir alle wissen, hat Russland unter Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Und wie es der historische Zufall so will, ist die Handlung der aktuellen Fortnite-Season mehr oder weniger 1:1 eine Abbildung dieses Konflikts. Also eine feindliche Macht erobert die Insel. Wir als Spieler sind gehalten, diese feindliche Macht zu bekämpfen. Da kommen Panzer, wir bekommen Panzerabwehrwaffen. Das heißt, wenn man die Nachrichten verfolgt, wenn man die aktuellen furchtbaren Bilder aus der Ukraine verfolgt und gleichzeitig Fortnite spielt, dann kommt man in eine ganz merkwürdige kognitive Dissonanz, weil man einerseits ja diese bunte Comicwelt hat. Wir sehen das hier, ne? Diese Figur, mit der wir auch gleich spielen. Das ist ja im Prinzip Popkultur und Comic und Manga und alle möglichen Einflüsse drin. Und gleichzeitig aber diese Querverbindung zu einer furchtbaren und schwer zu ertragenden Realität. Und das wirft wieder ein Schlaglicht auf eine Frage, die ja in der Computerspielbewertung quasi dauernd präsent ist. Nämlich die Abbildung von Gewalt in Computerspielen. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Computerspiele leider, würde ich sagen, ich fände es schön, wenn es auch noch wenn es breiter aufgestellt wäre, aber die meisten Computerspiele basieren auf der Abbildung von Gewalt. Das ist nicht unbedingt Schießen, aber es ist immer irgendeine Form von Gewalt. Nicht immer. Es gibt große, tolle Ausnahmen, aber in der Regel muss man irgendwie kämpfen, weil das einfach sich sehr gut eignet für eine Unterhaltungsspieldynamik. Und die Frage eben, wie ist das zu bewerten? Ist das als Einfluss auf die Spieler? Was hat das für eine Funktion? Ist das einerseits enthemmt das, was die Kritiker ja gerne mal anführen? Andererseits könnte man auch sagen, das ist eine Art von Kompensation. Wenn die Bilder aus der Realität nicht zu ertragen sind, dann gehen wir in diese virtuelle Welt, wo unser Handeln keinen Schaden anrichtet und entlasten uns psychisch, indem wir das so ausleben. Da wollen wir jetzt heute in der Einstiegsfolge gar nicht drauf eingehen, weil das grundlegend Wichtige, finde ich, ist, dass man, um diese Sachen zu bewerten, überhaupt erstmal verstehen muss, wie funktionieren denn diese Spiele überhaupt. Das heißt, was wir jetzt machen, ist ein Einstieg in die Welt von Fortnite. Fortnite ist ein kompliziertes Spiel. Das ist viele Dinge auf einmal. Ich wechsle hier mal gerade den Spielmodus. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich starte das schon mal. Für die erste Folge möchte ich einfach nur die Grundregeln. Also, Fortnite ist, das mal vorausgeschickt, ein Third-Person-Shooter. Das, was die Kritiker dann Ballerspiel nennen, völlig undifferenziert, ist ein Third-Person-Shooter. Und es ist vor allem in der sehr populären Grundeinstellung oder im Spielmodus, der sehr populär ist, ist es ein Battle-Royale-Spiel. Es gibt andere Spielmodi in Fortnite, auf die gehen wir jetzt erstmal nicht ein. Battle-Royale ist sicherlich das, womit es berühmt wurde. Und jetzt für die erste Folge geht es mir darum, klarzumachen, was sind die Grundmechaniken einer Battle Royale und damit wir überhaupt mal eine Grundlage haben, um dann später vielleicht bewerten zu können, was halten wir eigentlich davon. Das ist jetzt meine Spielfigur. Hier sieht man auch schon, warum das Third-Person-Shooter heißt. Ich bin übrigens noch nicht im Spiel. Das ist die sogenannte Lobby, in der sich jetzt die Spieler sammeln. Hier rechts unter der Minimap sieht man, wir sind im Moment bei 98 Spielern in der Lobby und jetzt geht's los. Jetzt fahren wir in diesem Bus. Hier unten sehen wir das Spielfeld, das ist die Insel. Überall auf dieser Insel können wir uns bewegen. Und die erste Aufgabe des Spiels ist, sich zu überlegen, wo man landen möchte. Wir sehen hier hinten schon der Reihe nach die Spieler den Bus verlassen. Also die springen raus, das machen wir auch gleich. Und landen dann auf der Insel. Das ist taktisch, gibt es da verschiedene Strategien, ob man sehr schnell rausspringt, sehr nah an der Busfahrbahn landet oder wie ich jetzt sehr spät rausspringt und weit wegfliegt. Ich mache das jetzt speziell, weil ich ja über Dinge reden möchte und dafür ein bisschen Zeit brauche
Und das schwieriger wird, wenn wir uns gleich mit Gegnern auseinandersetzen müssen, dann wird die Konzentration lässt dann sehr stark nach. So, das Battle Royale-Prinzip ist, wir sind jetzt zu 100 hier abgeworfen worden, beziehungsweise rausgesprungen. Wir verteilen uns jetzt über die Insel, die 100 Spieler. Und gleich mal so als Nebenbemerkung, nicht alle von diesen 100 sind tatsächlich menschliche Spieler. Ein bestimmter Anteil davon sind sogenannte Bots. Also Leute, die im Spiel wie Spieler erscheinen, aber vom Computer gesteuert werden. Hier landet vor uns jetzt direkt noch jemand. Den gehen wir direkt aus dem Weg. Wie gesagt, wir wollen erstmal unsere Ruhe. So, jetzt sind wir gelandet. Die Grundspielmechanik sehen wir hier unter mir. Diese Balken, der grüne Balken ist meine Gesundheit. Der ist im Moment auf 100. Man landet gesund. Der Balken da drüber, der wird gleich blau werden. Sobald ich den fülle, ist mein Schild. Und die Spielmechanik ist mit allen Waffen und Geräten im Spiel, versuche ich dem Gegner Schaden zuzufügen. Schaden geht zuerst von dem blauen Balken ab, der im Moment noch gar nicht gefüllt ist bei mir, aber das wird sich jetzt jeden Moment ändern. Ja, hier haben wir Kokosnüsse. Kokosnüsse erlauben mir das Auffüllen des Balkens. So, jetzt fängt der Balken an, sich ein bisschen zu füllen, wenigstens. Der hat auch einen Maximalwert von 100. Nochmal, das Ziel ist, Gegnern Schaden zuzufügen mit allen möglichen Waffen oder anderen Mitteln. Wenn man Schaden bekommt, geht das zuerst vom Schild weg, wenn man welches hat. Wenn das Schild leer ist, wird der Schaden von der Gesundheit abgezogen. Wenn die Gesundheit leer ist, dann hat man diese Runde verloren, dann ist man raus. Das ist im Prinzip die grundsätzliche Spielmechanik. Das heißt, meine erste Aufgabe nach dem Landen ist, möglichst schnell dieses Schild aufzufüllen. Da bin ich jetzt nur so mittelerfolgreich, aber jetzt könnte es sein, dass wir, ja, jetzt haben wir hier noch ein Item. Und jetzt sind wir voll. Jetzt haben wir hier unten 100 Schild, 100 Gesundheit, 50 extra Schild. Das ist eine Funktion in dieser Season speziell. Das war früher nicht so. Ob das so bleibt, wird man sehen müssen. Aber im Moment habe ich also 250 Schaden, die ich nehmen kann und dann bin ich raus aus dem Spiel. Das zweite Wichtige ist, das hat man jetzt schon gesehen, während ich hier manövriert und gearbeitet habe, das ist hier rechts unten. Oh, hier ist ein Gegner irgendwo. Kurz. Kurz ein bisschen konzentrieren und damit ist unser erster Gegner auch aus dem Spiel genommen. Ich rüste hier gerade mal auf und jetzt ist vielleicht an der Zeit zu erklären, was wir hier rechts unten sehen. Das sind fünf Felder mein Inventar, die mein Inventar darstellen. In diesen fünf Feldern kann ich also fünf verschiedene Gegenstände mitnehmen. Mehr als diese fünf kann ich nicht mitnehmen. Das Einzige, was davon ausgenommen ist, sind bestimmte Baumaterialien, aber darüber reden wir heute sowieso gar nicht. Und Munition. Munition nimmt keinen Platz im Inventar ein. Und ein paar wie gesagt, nicht unser Thema heute. Aber ansonsten braucht alles einen Inventarplatz. Hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei Maiskolben, die tausche ich jetzt mal gegen diesen Schildtrank. Und dann kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür. Ich habe hier jetzt drei Waffen, Granaten und einen Schildtrank dabei. Fünf ist sehr, sehr wenig. Vor allem verglichen mit der Anzahl der verschiedenen Gegenstände, die es im Spiel gibt. Da ist eine Flut von Zeug, was hier rumschwirrt. Teilweise ist das in diesen Kisten, die ich hier die ganze Zeit öffne. Hier zum Beispiel sind Nahrungsmittel drin. Bananen möchte ich aber nicht. Dann die Hauptquelle für Loot. Hier ist jetzt keine. Hier ist Munition, eine Munitionskiste. Hier ist nochmal Schild. Möglichkeit, das ist eine computergesteuerte Figur, das ist also kein Spieler, auch kein Bot. Das ist eine Figur, die innerhalb der Welt existiert, mit der kann man auch interagieren, von denen kann man Sachen kaufen, mit denen kann man reden, die sind Teil von Aufträgen. Das ist alles nicht unser Thema heute. Die Aufgabe, die man hat, ist, das Inventar mit Gegenständen zu füllen, die dem eigenen Spielstil, der gewählten Taktik, der Spielphase entsprechen. Wie gesagt, 5 ist total wenig. Es gibt viel, viel mehr als 5. Und was man hier auch sieht, ist, die haben verschiedene Farben. Da kann ich auch noch gerade drauf eingehen.
Es gibt von jeder Waffe oder von den meisten Waffen, sagen wir, fünf verschiedene Qualitätsstufen. Grau ist die schlechteste Form. Ich sage gleich was dazu, was schlecht bedeutet in dem Zusammenhang. Dann kommt Grün, Blau, Violett und Gold. Hier zum Beispiel habe ich jetzt die graue. Ich tausche das nochmal zurück. Ich habe eine graue Drum Shotgun und ich tausche das jetzt gegen eine grüne. Grün ist besser. Was meine ich mit besser und wie unterscheiden sich die Waffen überhaupt? Eine Waffe in dieser Art Spiel hat bestimmte Charakteristika. Zum Beispiel, wie viel Schuss kann die abgeben, bevor man nachladen muss? Wie lange dauert das Nachladen? Wie viel Schaden macht ein einzelner Schuss, wenn er trifft? Wie viel Munition passt in ein Magazin? Wie schnell werden die Schüsse abgeschickt? Wie groß oder wie weit streuen die Schüsse hier? Das ist eine Shotgun. Man sieht hier, da ist kein Fadenkreuz, sondern so ein Bereich, in dem die Shotgun Schaden macht. Bei der Shotgun ist es zusätzlich noch so, dass das sehr, sehr stark mit der Entfernung abnimmt. Also auf große Entfernung treffe ich damit natürlich gar nichts mehr. Wenn ich wechsle hier auf ein Sturmgewehr, das hat jetzt, während ich laufe, ist es sehr ungenau. Das sieht man am großen Fadenkreuz. Wenn ich stehen bleibe, wird das kleiner. Wenn ich mich hinsetze, wird es nochmal ein bisschen kleiner. Wenn ich ziele, wird es kleiner. Und kurz mal die Waffenstrategiebeschreibung unterbrochen für das, was jetzt passiert ist. Wie gesagt, die 100 Spieler stürzen sich auf diese Insel, verteilen sich da, kämpfen gegeneinander und übrigens eine Sache, die ich noch nicht gesagt habe, die glaube ich klar ist, aber ich sage es mal trotzdem explizit. Das Ziel des Spiels ist natürlich, als Einziger am Ende übrig zu bleiben. Das ist das Battle Royale-Prinzip. 100 Leute werden abgeworfen, einer bleibt übrig. Es kann nur einen geben. Hier eine der Truhen, die Standardmechanik, um Sachen zu sammeln. Übrigens, die Sachen, die man sammelt, heißen Loot in diesen Spielen. Vom englischen Looting, plündern. Auch das wieder übrigens natürlich eine Parallele zur Zeitgeschichte und zu unschönen Aspekten der Wirklichkeit. Diese Parameter der Waffen werden alle besser mit der höheren Farbe, um das noch zu Ende zu bringen. Das heißt, die Schussfrequenz, also wie viele Kugeln pro Sekunde kann ich abfeuern, wie oft muss ich nachladen, wie lange dauert das Nachladen, wie viel Schaden macht die Waffe. Je besser die Farbe, also nochmal grau, grün, blau, violett, gold, desto besser ist die Waffe, desto mehr Schaden kann ich pro Sekunde verursachen. Das ist letztlich das Maß oder ein Maß, ein sehr wichtiges. Denn nochmal, ich muss da 250 Schaden verursachen, damit. Oh, da hat sich ein Gegner jetzt einen Panzer besorgt. Ja, diese Ausrufezeichen sagen mir jetzt, das sind gar keine Gegner, das sind wieder computergesteuerte Figuren, das heißt, ich ignoriere das. Die Mechanik, von der ich gerade erzählt habe, ist diese Wand, die sich über die Insel bewegt. Nochmal, 100 Leute werden abgeworfen, einer bleibt am Ende übrig. Wenn wir uns jetzt die Karte der Insel angucken, dann sehen wir, ein Großteil der Insel ist schon hier mit diesem violetten Nebel bedeckt. Das ist der sogenannte Sturm. Das ist typisch für Battle Royale-Spiele. Der Bereich der Insel, in dem man sich aufhalten kann, ohne Schaden zu nehmen, wird immer kleiner mit der Zeit. Und zwar nicht kontinuierlich, wie man sieht. Der Sturm ist jetzt stehen geblieben. Und rechts unter der Minimap sehen wir einen Counter. Wenn der 0 erreicht, jetzt sind es noch 20 Sekunden, wenn der 0 erreicht, dann fängt der Sturm sich an zu bewegen. Und zwar geht er dann auf diesen kleineren weißen Kreis, den wir hier auf der Karte sehen. Das heißt, es ist ziemlich weit jetzt. Das heißt vor allem, es wird Zeit, hier zu gehen. Das ist jetzt wieder, ich gehe da auf die merkwürdigen Details gar nicht so groß ein. Das ist jetzt wieder eine Mechanik, die in dieser Season neu eingeführt wurde, dass man sich aus diesen Kanonen abschießen kann und dann quer über die Map geschleudert wird. Das ist mehr oder weniger Oberfläche. Das Grundprinzip nochmal ist, der Sturm macht die Insel immer kleiner, wir landen zu 100, am Ende bleibt einer übrig. Und das heißt, diese Verkleinerung der Fläche führt nach und nach dazu, dass wir uns in Zweikämpfen miteinander auseinandersetzen müssen, bis eben nur noch einer übrig bleibt am Ende. Das Ganze, ich spiele das jetzt nicht besonders gut oder effektiv,
Zu diesem Zeitpunkt des Spiels sollte ich eigentlich schon viel besser bewaffnet sein. Besser heißt bessere Qualität von Waffen. Hier unten ist ein Gegner an der Tankstelle. Das ist eine wichtige Fähigkeit in diesem Spiel, ist natürlich Gegner auf große Entfernung zu sehen. Jetzt habe ich hier die Zapfsäule in Brand gesteckt und dadurch Schaden beim Gegner verursacht. Und jetzt habe ich ihn auf diese Entfernung. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bot war oder ein Spieler. Das ist vor allem auf die Entfernung ein bisschen schlecht zu sagen. Er hat jetzt nicht besonders strategisch oder gut gespielt, aber das kann natürlich auch bei menschlichen Spielern vorkommen. In der Regel erkennt man die Bots daran, dass sie sich sehr, sehr merkwürdig und unklug verhalten. Aber wie gesagt, da haben ja die Geräte kein Privileg drauf, wie wir leider wissen. Jetzt kommt hier ein Fahrzeug an. Es kann sein, dass ich jetzt gleich das Spiel endet für mich. Die Grundregeln von Battle Royale haben wir aber auch soweit. Der Sturm macht die Insel immer kleiner. Jetzt bin ich schon wieder in den Sturm geraten. Spät im Spiel wird der Sturm auch immer schlimmer. Am Anfang macht er einen Schaden pro Sekunde. Der Sturm ignoriert das Schild, das heißt, für den Sturm habe ich nur 100 Gesundheitspunkte, bis ich tot bin. Einer pro Sekunde heißt dann, ich habe. Hier ist irgendwo ein Gegner. Dann bin ich raus. Ja, also das Problem, und das werde ich auch sehen müssen, wie ich das bei zukünftigen Videos mache, ist natürlich, dass gleichzeitig zu reden und sich auf Kämpfe zu konzentrieren extrem schwer ist. Das heißt, es wird uns immer wieder passieren, dass wir unnötig früh aus dem Spiel ausscheiden. Aber für heute habe ich eigentlich alles untergebracht, was ich unterbringen wollte. Deswegen war das Timing eigentlich ganz gut. Nochmal zusammengefasst, Battle Royale bedeutet, mit vielen Leuten über einem begrenzten Bereich abgeworfen werden, in diesem Fall dieser Insel. Ich mache nochmal die Karte hier auf. Dann wird der Bereich auf der Insel, der ohne Schaden, wo man sich aufhalten kann, immer kleiner. Man muss sich Ausrüstung zusammensuchen, man muss strategisch planen, welche Ausrüstung nehme ich mit, was lasse ich liegen. Und immer wieder auch planen, wie kann ich upgraden. Was wir jetzt nicht so explizit erwähnt haben, ist, wenn ich einen Gegner besiege, dann alle Ausrüstung, die der dabei hat, wird nicht aus dem Spiel genommen, sondern fällt auf den Boden. Das heißt, ich kann mich vor allem spät im Spiel, wenn ich einen Gegner im Zweikampf ausgeschaltet habe, kann ich meine Ausrüstung aufwerten mit dem, was er fallen lassen hat. Ich gehe nochmal zurück hier in den Bildschirm, weil das vielleicht auch verwirrend ist für Leute, die das nicht kennen. Ich bin jetzt aus dem Spiel raus und der Default bei Fortnite ist, dass man danach dem Spieler, der einen besiegt hat im Zweikampf, dabei zuschaut, wie er spielt. Also wir sehen jetzt, wie das Match zu Ende geht. Wenn ich das jetzt weitermache, dann sehen wir tatsächlich bis ganz zum Ende, wie das Match geht. Wenn dieser Spieler jetzt besiegt wird, dann wechselt die Beobachtung einfach auf den nächsten, sodass wir, wenn wir lang genug zuschauen, das Match bis ganz zum Ende sehen. Ja, die Zone macht es immer kleiner, das heißt, man wird gezwungen in diese Zweikämpfe, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Und man hat, glaube ich, schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, die Spielwelt ist sehr komplex. Man kann wahnsinnig viele Dinge tun. Man kann Auto fahren, man kann sich auf ganz viele Arten fortbewegen. Man kann ganz verschiedene Waffenstrategien und Spielstrategien anwenden. Das wird natürlich besonders interessant, wenn auch die anderen Spieler kreativ spielen und dann verschiedene Strategien aufeinanderprallen und man dann im Moment und ganz schnell improvisiert eventuell die Strategie wechseln muss, weil das, was man gerade macht, nicht funktioniert. Das jedenfalls sind die Grundregeln von Fortnite. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, dann gehe ich darauf in zukünftigen Folgen ein. Ansonsten ist der Plan für die nächste Folge, reden wir mal darüber, wo Battle Royale als Spielprinzip überhaupt herkommt, was die Geschichte ist, kulturell. Also über Computerspiele hinaus, wo kommt das her und was bildet das ab? Und dann gehen wir in den zukünftigen Folgen ein bisschen mehr auf die Spieldetails ein und auch auf den Aspekt, spiele ich gegen andere oder mit anderen? Denn das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das war jetzt ein Solospiel, aber man kann ja auch in Gruppen spielen. Das heißt, das hat auch durchaus wie jede Sportart, wie jede Teamsportart einen Kooperationsaspekt, das Spiel. Gut, aber das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Onkel Zocker. Tschüss.